Hallihallo YouTube und hallihallo meine lieben Star Citizen-Freunde. Wie angekündigt, ich hab's doch noch geschafft. Yeah! Ja, ich habe endlich meine Racks gesammelt. Ganz fleißig. Und ich stelle vor, die Cutlass. Black. Drake. Von Drake, oder? Richtig? Genau. Ja, was soll man zu dem Schiff sagen? Soll ja so ein Multischiff sein, also so ein kleiner Mini-Alleskönner oder so, oder? So wie ich das mal so mitgekriegt habe. Ich weiß von dem Schiff an sich noch recht wenig, außer dass es ganz lustig ausschaut. Und beim Rausgehen natürlich sehr geräumig mir vorkam. Jo, ansonsten, was soll ich sagen? Es soll so angeblich das typische Piratenschiff sein, oder? Rescue und Secure irgendwie, so wird's ja dargestellt. Kein Schimmer, keine Ahnung. Jo, ich habe da mal die Leiter rausgefunden. Wir gehen mal von hinten rein und dann gehen wir von vorn wieder raus und dann schauen wir mal nach. Viele werden sich bestimmt das Schiff auch schon mal angeschaut haben oder beziehungsweise kennen das Schiff schon. Ach so, ich bin hier falsch gelandet. Da war noch ein Bug. Genau, und ja, was soll ich sagen? Also es ist ja bekannt normalerweise, das Schiff. Jetzt aktuell in der Version 2.3.1, wenn ich mich nicht irre. Hat sich natürlich nichts verändert. Immer noch der alte Schmu wie früher. Wenn ich richtig der Annahme bin. Jetzt hier den Knopf drücken. Drück den Knopf. Ach, geht das auch über den? Okay, geht auch so. Okay. Hoffentlich wird's gefixt. Ist das ein Klo? Hey, das wusste ich gar nicht, dass das Ding auch noch ein Klo hat. Na, das ist ja cool. Dann ist es ja schon wieder fast. Dann ist es ja schon wieder fast Exploration, oder? Ihr geht in der großen Halle. Ja, genau. Das ist nämlich ein Schiff, wo ich sagen, das kostet aktuell im Shop 108 Euro. Dazu muss man aber sagen, es gibt den Hangar. Der ist schon fast 60 Euro wert. Ja. Also. Das ist echt abzuwägen, ob man das Schiff nimmt oder nicht. Ja, das Bett hier, ne? Zwei Betten drin, also rechts und links. Haben wir gesehen, nicht gerade das bequemste Bett. Und hier ist das andere Bett. Bei dem. Gute Frage, was das und das und das wird. Ob das noch zu benutzen ist oder nicht. Hat das was mit die Turbinen zu tun draußen? Na egal. Hier haben wir den Sitz zum Draufsitzen. Also Klo, Bett, Sitz. Dann haben wir hier scheinbar Ösen zum. Genau. Zum Transport, also für Cargo. Auch nicht so schlecht. Jo, was haben wir noch? Also ist es auf jeden Fall ein Mehrmann-Flugzeug. Dann hätten wir den hier, den Sitz. Geht der überhaupt? Muss ich hier drauf drücken? Auf irgendeinen Knopf? Der Sitz hätte gar nicht da sein sollen, ne? Merkt's ja, merkt's ja? Den hätte ich erst aktivieren sollen. Ah, da, 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 da. Okay. Jo. Kann ich schießen? Power is off. Okay. Das ist auf jeden Fall der Tower. Ganz schick. Eigentlich sehr unübersichtlich mit den zwei Dinger, aber okay, zum Abwehren reicht's, ja. Also wenn man mal mit einem Freund spielen will oder so, dann Alter, geh alle Kanone und versuch das Beste, wenn ich hier Kacke rumflieg und du kotzen musst, ist das dein Problem. Das war der untere Knopf, oder? Natürlich. Kann man nicht abbrechen? Abbrechen, abbrechen! Nein, nein, nein! Okay, doch nicht. Also unterer Knopf war das. Das war dann der obere Knopf. Bestimmt die Tür aufmachen, damit man rein kann. Aber die ist ja schon offen. Jo. Mein Gott, ey, da geht ja der Vorspann ja länger als das ganze Flugzeug. Der ganze Flugmechanismus, den ich sonst immer vorstelle. Ah, okay. Hier, ganz schick, ne? Mit der Tür. So.
Machen wir wieder zu, dass, oh ja, niemand von hinten reinkommt. Ha. Bist du mit Code, mit so einem Bedienfeld sein? Das wäre noch lustig. Aber egal. Jo, hier ist die Tür. Da bin ich vorher nicht raus. Können wir da mal machen. Ins Flugzeug setzen wir uns dann eh nochmal. Das gute Stück ist ein Zweisitzer, ne? Lustig, oder? Schick. Schick, schick. Also wirklich, man kann das Ding zu zweit fliegen, wenn man möchte. Hier die Animation nochmal vom Knopf von der Tür. Also wirklich ganz schick gemacht. Gibt's gar nichts. Usen. Ja, gehen wir mal auf die Tragfläche hinaus. Genau. Ja, wie gesagt, dies ist hier die Fetten sind das. Jetzt müsste ich lügen, was ist für Kanonen sind. Von außen kenne ich die nicht. Die sahen jetzt irgendwie aus wie Omnisky, aber das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Genau, wo hätten wir denn den Frachtraum? Ja, das könnte gut sein, dass das an die Düsen geht, das. Oder? Von innen, hier geht man rein. Die ja, die seitlichen, oder? Das ist es. Okay, egal. Schützturm, ganz schick. Genau, und Piraten, ne? Säbel für Piratenklumpe. Und jo, ganz schick eigentlich das Flugzeug. Aber was ist das? Raketennetz dran? Ja, sieht so aus. Für die Düsen. Aber na gut, ist ja wurscht. Also das Raumschiff gefällt mir ganz gut eigentlich. Ist ja schon. Ja. Ist ja schon. Nein, das darf ich nicht sagen. Dann lyncht sie mich alle, aber das ist ja schon Überlegung wert, ob man das vielleicht unter anderem mit einer Freelancer vergleicht, ne? Ja, aua, aua, nicht hauen, nicht hauen, bitte nicht. Ich weiß, keine Freelancer, aber so ein bisschen, oder? So Cargo hat. Nein, nein, scheiße. Cargo hat's drin, man hat einen Zweisitzer. Es kann. Es hat ein Klo, ja. Okay, ich habe jetzt die Größen noch nie angeschaut, also. Egal. Gut, ich hoffe, jetzt haben wir die Schotten alle dicht. Zack. Dann gehen wir mal vor an den Posten. Rein damit. Müsste mittlerweile auch, glaube ich, bekannt sein, dass sich der Stuhl, glaube ich, in die Mitte verschiebt. Genau. Ein bisschen klein, finde ich, hier das Ganze. Ein bisschen unübersichtlich, aber. Mein Gott. Was haben wir da jetzt? Sucker Punch sind das, oder wie? Nein. Drake Double Plattform. Das sind die Dinge. Repeater. Sind das die Sucker Punch? Wirklich? Skibble? Aha. Ja, das kommt oben raus. Das muss ich nochmal schauen, Leute. Was war da oben jetzt dran gebaut? Aber das wird nee, bestimmt nie angezeigt, oder? Was ist hier hinten? Kann man natürlich hier auch reinschätzen. Okay, Schilder. Schilder. Kann ich ja gar nicht durchswitchen, was soll denn das? Bah! Mit den typischen Tasten, ich will jetzt nicht zu lange hin und her waschen. Hinten komme ich an die ran, weil hinten ja mein Problem ist, an den Kanonen, dass der Strom gefehlt hat. Also konnte ich nicht schießen. Und ich konnte dann immer vielleicht mal gucken im Flug. Schau mal hier noch. Segmentstatus, ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba 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 ba. Okay. Ne, kriege ich hier glaube ich nicht raus. Dann starten wir mal die Kiste. Schaut irgendwie komisch aus, ne? So. Lenken wir mal die zum Tower. Wie geht denn die eigentlich ab? Gar nicht. Wird?
200 Sachen, naja, gar nicht so schlecht für so einen großen Dumbo, ne? Mit so einem großen Dumbo, mit so riesen fetten Segelohren. Huch! Wow, Alter, Alter! Was? Ich krieg schon rot, oder was? Alter, kann das sein hier, oder? So! What the fuck? Okay, jetzt wissen wir, für was die Dinger da sind. Ich glaube, ich habe meine Cannons da oben geschrottet. Jo. Nein, 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 andere Richtung. Ich will doch hier noch ein Bild machen. Mann. So. So, jetzt. Jetzt stehen wir. Gut. Sehr gut. Kriegt man das noch irgendwie hin? Hier, schick. So schick von der Seite oder so. Psst, psst, psst. Nicht drehen. Nicht drehen, Alter. So. Und? Machen wir ein Screen? Machen wir ein Screen, Leute? Machen wir ein Screen. Wobei mir das, glaube ich, im PU der besser gefällt, der Screen. Egal. Jo, an sich ganz schnick, ne? Hier und schießen. Nochmal schießen. Das waren die Sucker Punch, ja. Und was haben wir noch? Flares? Oder? Okay. Daraus. Blub. Der war der Lektor. Super, ne? Toll. Nochmal. So. Dann machen wir, glaube ich, noch einen Raumschiff-Test. Also so einen Raumflight-Test. Wie sonst auch immer. Ach nee, ich wollte ja noch hinter schnell. Geht. Ach, ich wusste es. Alter, Mann, ich brauche einen zweiten Mann. Attention. System is overheating. Das ist mal Kunst, hä? Durch die Tür geklitscht und gleich in den Tower rein. Super, habe ich mir gleich Zeit gespart. Perfekt. Siehst du? Siehst du? So. Deswegen kann ich jetzt oben trotzdem nichts machen, oder? Nee. Oh doch, da. Was haben wir da? Brute. Was sind das? Brute Sword. Aha. Cool. Aber schießen können die Dinger nicht. Mann, Alter. Das wäre jetzt lustig gewesen. Bam, 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 bam. Hätte ich schon gerne mal gesehen. Aber alleine, okay. Schade. Aber immerhin, jetzt wissen wir, was es sind. Also ich zumindest weiß, was es sind. Die Fachleute unter euch wissen das bestimmt natürlich vom bloßen Hingucken. Damit kann ich natürlich nicht ganz so dienen. Ich bin ja nur ein normaler Zocker. Also wirklich, ich nutze mein bisschen Freizeit für euch da draußen oder für mein neues entdecktes Hobby YouTube. Und jo, dann machen wir mal unseren Ringsrum Flight. Mal gucken, ob man da irgendwie. Schauen, was wir da hinkriegen. Wie. Boah. Also wie so ein Schiff, ne? So. Dreht die sich gut? Dreht die sich gut? Dann machen wir so ein bisschen mit. Ja. Steuert ein bisschen über. Aber geht eigentlich? Geht eigentlich? Braucht ein bisschen für die Beschleunigung. So. Gehen wir ein bisschen Boost rein. Warum fliege ich jetzt keine 200 mehr? Nur mal so nebenbei. Ach, ich glaube, weil mein Raumschiff beschädigt ist, ne? Das kann natürlich sein, dass das ein bisschen jetzt verfälscht ist. Okay. Wow. Fuck it. Also drehen. Drehen tut sie sich relativ, oder rotaten, tut sie sich, glaube ich, recht schnell, so wie ich das mitgekriegt habe. Also nicht dieser Dreh, nicht dieser Strafe. Oh, aber sehr genau, ne? Also Punktlandung fast. Front Impact Warning. Was? Achso, okay. Puh, jetzt habe ich schon sonst was gedacht. Ah, es geht eigentlich. Sie kommt dann, glaube ich, träger vor, als sie eigentlich ist. Front Impact Warning. Also ich glaube, die Aurora ist definitiv träger. Man kriegt, wie hat man denn den Nachteil, dass man, glaube ich, sehr schnell rot sieht bei dem guten Stück. Also so ein enges. Ui.
Das war ich nie. Hup. Übersicht verloren. Mein Gott, da klappert alles. Mein Mann, hier, das Raumschiff fliegt auseinander. Jo. Was soll man sagen? An sich ganz, ganz schick. Nein. Nein. Jetzt explodiere ich bestimmt gleich. Gut. Jo, was soll ich sagen? An sich schlägt es sich hier ganz nett. Ja. Gibt es nicht so viel zu sagen hier, ne? Fliegt sich ganz nett, schaut ganz nett aus. Ich guck mal dann in Teil 2, werde ich dann mal ins PU gehen und. Oder ins Universe, besser gesagt. Weil das ist, da streiten sich irgendwie noch so ein bisschen die Geister. Ob man das jetzt so nennt oder so. Genau. Und ansonsten. Was soll ich sagen? Genau. Ist es, wenn es den Teil nochmal rausbringen? Oh, da fehlt mir ja was. Huch! Huch! Na, auch ganz nett. Genau. Da werde ich dann nochmal einen zweiten Teil rausbringen mit Universe und Dogfight natürlich. Wie sich das gute Stück da so schlägt. Und dann lasst doch mal bitte einen Daumen da oder einen Kommentar da oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen drüber. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ich werde hier nochmal dann so ein toll, jetzt ist ja mein Raumschiff kaputt, ne? Jetzt ist so ein Screenshot so ein bisschen kacke, oder? Aber cool wäre schon, ne? So hier auf der Plattform. Alter, probieren wir es mal aus. Kann man hier landen? Denk nicht so schnell. Also Beschleunigung hat sie ja gut, ne? Also da gibt es gar nichts. Komm. Landing. Bam. So richtig, so richtig. So richtig auf die Fresse hier, die Landung. Und wenn er aussteigt, habe ich irgendwie das Gefühl, als ob das Raumschiff sich bewegt. Dabei ist es nur der tolle Stuhl. Komm, raus ja. Raus. Komm, schusch. Machen wir noch einen Screenshot für unsere Community hier. Mit kaputten Flügel. Leute. Nein, Mann. Ich will nicht so. Ich will nicht so. Wo ist eigentlich das rote? Der rote Planet? Wo ist der rote Planet? Ah, oh, toll. War ja klar. War ja klar. Bringt ja fast schon gar nichts, ne? Bringt ja schon fast gar nichts. Wenn wir hier hin. Weil. Nachteil an dem ganzen Hokuspokus ist nämlich Nachteil ist natürlich an dem ganzen Hokuspokus, dass ich habe den Faden verloren. Scheiße. Ich habe den Faden verloren. Ich schwebe ja. Das schaut ganz komisch aus dann bestimmt, wenn ich schwebe. Also so stylisch. So stylisch wie das letzte Mal. Guck mal, 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 ein Stück, ein Stück, ein Stück, ein Stück. Ein Stück. Ein Stück. Ein Stück. Runter. Toll, dann sehen wir den Planeten nicht mehr. Vielleicht ein Tränen? So. Kopf bewegen kann ich nicht, stimmt's? War ja klar. War ja klar. Warum kann ich meinen Kopf nicht mehr bewegen? Ich hatte vorher meinen Kopf. Ich konnte vorher meinen Kopf bewegen. Geht das nicht im Weltraum? Geht das nicht im Weltraum? Dass man seinen Kopf bewegen kann? So vielleicht. Ja. Ich schweife gerade sehr ab, ich merke es schon, Leute. Entschuldigung. Es tut mir sehr leid. Aber das ging irgendwie mal. Und ich krieg's gerade nicht gebacken. So. Ah, jetzt wird's gehen. Hier.
Der ist ja lustig hier, oder? Kaputtes Raumschiff. Kaputtes Raumschiff. Und mein Space Marine. Nein, wie ist das? Wie soll man das, kann man dazu sagen? Sieht aus wie ein Toter, ne? ja, und die Cutlass im Hintergrund. Hätte ich mir jetzt ein bisschen schöner gewünscht. Aber gucken wir mal, wie sie wird. Ne, dann machen wir mal einfach wirklich im nächsten, in der nächsten Folge Universe und Dogfile. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Ansonsten mache ich halt drei Teile draus. Mein Gott, hilft ja nicht. Ist nicht so schlimm. Wer sich. Da habt ihr vielleicht ein bisschen mehr. Klotze, klotze. Gucke, gucke. Und jo. Ne, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da. Kommentare da, was ich beim nächsten Mal anders machen könnte. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal die Cutlass gemietet für 7 Tage. Und dann hoffe ich doch, dass ich in der nächsten kurzen Zeit dieses Let's Play rauskriegen werde. Beziehungsweise die Vorstellung, weil heute ist Sense für mich. Heute ist um 2 Uhr in der Früh. Entschuldigung. Hundemüde. Ich gehe jetzt schlafen. Und keine Ahnung, wie vor. Ich schätze mal 5. Entschuldigung. Und um 6 wird meine Tochter wieder aufstehen. Und mein Sohnemann dann. Und dann geht der ganze Tag wieder von vorne los. jo. Also, Leute, haut's rein. Und ein bisschen verplant gehört dazu und das Quatsche. Wer es mag. Okay, dann, man sieht sich. Ciao, ciao, see you later. Bis zum nächsten Teil. Tschüss, tschüss.